Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, willkommen zum heutigen Video. In meinem letzten Video habe ich ja den Sonntest 350e vorgestellt, bin den auch ausgiebig Probe gefahren. Ja, was soll ich sagen, ihr seht schon, ich habe mir zugelegt als nächsten Reise- und Touren-Scooter. Mein BMW C400 GT habe ich ja vor einigen Monaten schon verkauft und ja, jetzt war irgendwie so eine Lücke und habe mir jetzt dafür den Sonntest geholt. Da ist natürlich noch einiges übrig geblieben und wie ihr vielleicht schon wisst, habe ich mir auch eine Royal Enfield gekauft. Man kann also sagen, ich habe den BMW, der hat ja nun über 10.000 Euro gekostet, eingetauscht gegen zwei Fahrzeuge, nämlich gegen den Sonntest und gegen meine Royal Enfield. Habe also zwei super Fahrzeuge. Ich werde euch jetzt erzählen, warum ich mich für den Sonntest 350e entschieden habe. Einige Modifikationen sind auch schon gemacht, die stelle ich euch auch gleich noch vor. Ja, was waren die Beweggründe, dass ich mich für den Sonntest entschieden habe? Punkt A, ich mag die Optik. Ich finde den sehr gelungen vom Design her. Erinnert so ein bisschen an den alten Suzuki Bergman. Zweitens natürlich Fahrverhalten. Der fährt sich absolut top. Ganz ruhiger Motorlauf, tolles Fahrwerk, kein Rasseln, kein Klappern, keine Nebengeräusche. Also wirklich ein ganz angenehmes Fahren. Tolle Leistung. Also 37 PS. Damit hat er die höchste Leistung in dem Segment. Sogar mehr als die meisten 400er Scooter. Dann natürlich die Ausstattung. Extrem gute Ausstattung für den Preis vor allen Dingen. Der hat also wirklich alles an Ausstattung, was ich für mich brauche. Beheizte Griffe, verstellbares Windschild, drei USB-Anschlüsse, riesiger Stauraum unter der Sitzbank und auch hier vorne in den Handschuhfächern. Auf jeder Seite passt da eine 1,5 Liter Flasche rein, also riesige Handschuhfächer. Und das finde ich natürlich gerade zum Reisen sehr gut, da kriegt man alles irgendwo untergebracht. Dann so Kleinigkeiten, verstellbare Bremsgriffe, eine Feststellbremse, verstellbares Lenkrad, was man so ein bisschen nach vorne oder hinten bewegen kann. Voll LED. LED-Beleuchtung natürlich. Dann hat er einen Riesentank, 16 Liter Tank, was natürlich fürs Reisen toll ist. Reichweite bis zu 500 Kilometern, je nachdem wie man fährt. Also von der Ausstattung hat er alles, was ich so bei einem Maxi-Scooter haben möchte. Und das halt, wie gesagt, für einen Preis von 5.500 Euro ist der günstigste Roller in diesem Segment. Und wenn man bedenkt, dass ich den hier jetzt für die Hälfte des Preises vom BMW gekauft habe, dann ist das schon eine tolle Leistung, die er bietet. Ist auch in China hergestellt, aber das ist der BMW auch. Ja, und was kann besser sein? Jetzt habe ich zwei für den Preis von einem BMW weg, dafür eine Royal Enfield Classic 350 und den Sonntest 350e. Und ich zeige euch jetzt noch ein paar Sachen, die ich umgebaut habe, um den Sonntest 350e für mich noch zu optimieren. So, ich fange mal gleich hier vorne an. Das erste, was man natürlich sieht, ist das Windschild. Das habe ich ausgetauscht gegen eins von Givi. Gibt es jetzt schon für den Sonntest, ist lieferbar. Und das hat ein paar Vorteile. Ich bin ja nun relativ groß mit 1,88 und bei der Originalscheibe, die wirklich sehr gut ist, war es aber so, dass ich trotzdem noch Turbulenzen am Helm hatte. Und ich mag es halt, wenn da wirklich ein guter Windschutz ist und vor allen Dingen beim Motovloggen ich dann nicht so viel Geräusche am Mikrofon habe. Und da muss man wirklich sagen, die Scheibe von Givi, die ist absolut top. Die passt optisch sehr gut, finde ich. Also die passt genau in die Linie rein vom Sonntest und hat dann noch ein paar Vorteile. Ich zeige euch die mal von vorne. So, was ist jetzt an der anders? Punkt A, die ist hier außen definitiv um einiges noch breiter als die Originale. Das heißt, der Wind wird noch besser vom Körper abgeleitet, sodass die Scheibe jetzt dieselbe Breite fast hat vorne wie die Karosserie. Finde ich, integriert sich noch ein bisschen besser ins Design. Die andere, wie gesagt, geht ja nur bis hierhin etwa mit einer leichten Auswölbung. Das sieht dann immer so ein bisschen abgehackt aus. Also die passt hier wirklich gut und sie ist natürlich um einiges höher. Und das ist für mich wirklich perfekt. In der unteren Position gucke ich also ganz normal über die Scheibe rüber. Ist perfekt, kriege also auch noch schön ein bisschen Wind an den Helm. Und gerade wenn es heiß ist, macht es dann auch Sinn, dass man noch ein bisschen Luftzirkulation hat. So, und wenn ich sie dann hochfahre, dann wird der Wind hier oben, sieht man schon, glaube ich, ganz gut, schön über den Helm rübergeleitet. Und ich habe wirklich einen perfekten Wetter- und Windschutz. Also die Scheibe, muss ich sagen, sieht gut aus, erfüllt für mich den Zweck. Hatte ich beim BMW auch dran, da habe ich auch eine Givi-Scheibe rangebaut. Ja, und Givi macht wirklich gute Arbeit, was so Design und Windschutz angeht. Also die passt perfekt zum Sonntest 350e. Dann kann ich hier vorne gleich mal runtergehen, dann sehen wir das nächste und zwar die Reifen. Die habe ich gleich wechseln lassen, denn die Originalreifen, die hier drauf sind, sind chinesische, die sind auch nicht die besten. Reifen natürlich sehr wichtig fürs Fahrverhalten, auch als Sicherheitsfaktor. Und da finde ich für Roller momentan die besten den Michelin City Grip 2. Extrem gut bei Nässe, kann man das ganze Jahr fahren, M&S-Reifen. Wenig Abrollgeräusche, hoher Fahrkomfort, hält lange. Also wirklich ein toller Reifen, den habe ich auch bei meiner Vespa drauf. Den kann ich nur empfehlen. So, dann gehe ich mal weiter nach hinten. Ah ja, hier eine Sache im Mitteltunnel. Da war wunderschön hier im Mitteltunnel so eine lackierte, schwarz lackierte Fläche. Aber jeder, der einen Scooter fährt mit einem etwas höheren Mitteltunnel, der weiß, hier kommt man immer mal mit dem Fuß ran. Und von daher habe ich das hier mit so einer Schutzfolie
etwas rauerer abgeklebt. Denn ich habe hier meistens auch immer so eine Tunneltasche drin, die dann natürlich den ganzen schönen Lack zerkratzen würde. Um den zu schonen, habe ich jetzt da so eine Schutzfolie drauf gemacht. Ist ganz praktisch, schützt die Fläche und dieser schönen schwarz glänzend lackierte Bereich, der wird dann nicht gleich zerkratzt und zerstört. So, dann natürlich hinten mein Topcase. Das ist das alte von der BMW, das benutze ich wieder. Passt jetzt optisch vielleicht nicht ganz so in das Design rein. Es ist bloß einfach extrem praktisch. Ich kann da meine Kameras festmachen. Es ist stabil, es hat einen Unfall überlebt. Also das Ding, da bin ich wirklich begeistert von. Habe ich jetzt erstmal raufgemacht. Es wäre natürlich schön, da ein silbernes drauf zu haben. Vom Design her. Aber da schaue ich mal. Jetzt brauchte ich erstmal ein bisschen Platz. Habe das rangemacht. Dafür braucht man natürlich eine Gepäckbrücke. Die habe ich hier auch von Givi mir geholt. Gibt es auch schon für den Sonntags. Hat hier zwei Befestigungspunkte hier unten und einen hier hinten in der Mitte. Passt auch super. Ist sehr stabil. Da wackelt auch nichts. Und dann halt eine Universalplatte von Givi rauf. Könnte ich also jedes Givi Topcase rauf machen. Und so hat man dann hinten gleich noch einen Gepäckträger mit dran. Die Original-Haltegriffe, die bleiben natürlich bestehen. Ja, Sitzbank wird jetzt wahrscheinlich einer der wenigen Roller sein, wo ich mal mit der Sitzbank nichts machen muss. Die ist wirklich extrem bequem. Die bleibt also erstmal so, wie sie ist. Ja, und das war es theoretisch auch, weil der Sonntes ist ja so umfangreich ausgestattet, dass ich da wirklich nichts brauchte. Das Einzige ist wirklich das Windschild vorne, ein Gepäckträger, ein Topcase. Und das war's. Alles andere sind Kleinigkeiten. Reifen war jetzt mir halt noch wichtig, um den Fahrkomfort noch ein bisschen zu erhöhen. Die Sicherheit, Bodenhaftung, auch das Nässeverhalten. Aber mehr muss man nicht machen. Alles andere beim Sonntes ist perfekt ausgestattet, hat alles, was ich brauche. Jetzt muss ich halt irgendwann noch mal sehen, dass da vielleicht noch ein Navi irgendwo rangemacht wird. Da gibt es halt eine Halterung, die hier unten reinkommt. Da ist dann so eine Ausnehmung drin, da kann man eine RAM-Mount drauf machen. Und dann werde ich mir hier irgendwie entweder Smartphone drauf machen oder ja, oder vielleicht zum CarpuRide. Das würde hier auch ganz gut passen. Dann brauche ich das Handy da nicht ranmachen. Ja, das sind so die paar Umbauten, die ich gemacht habe. Ist wirklich wenig. Also Gepäckträger, Topcase und eine Scheibe. Und das war's an sich. Mehr muss man hier nicht machen. Sitzbank ist wirklich toll. Alles andere hat er schon dran. Da muss man auch nichts nachrüsten. Gut, Sitzbankheizung fehlt noch, aber ja, ich glaube, darauf kann man verzichten. Gibt auch nur wenige, die eine Sitzbankheizung haben. Ich glaube, der T-Max hat eine, der BMW. Und der Vogue SR4, der neue, der Luxury-Variante, der hat sogar vorne und hinten eine Sitzbankheizung. Na gut, also wenn man jetzt so eine Übergangszeit oder im Frühjahr fährt, sicherlich angenehm, aber es geht auch ohne. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin super happy, tolles Fahrzeug, fährt sich klasse, sieht gut aus. Diesmal war es in Silber, also eine Farbe, die ich auch noch nicht hatte. Und der Sonntes hat natürlich auch schon einen Namen bekommen, wie alle meine Fahrzeuge. Und zwar heißt der Sonntes 350e Bud, Kurzform von Buddy. Ich hoffe, der bleibt dann auch der Kumpel in der nächsten Zeit und begleitet mich zuverlässig. Ich habe dieses Jahr natürlich auch Touren mit dem Sonntes geplant. Da freue ich mich schon extrem drauf. Ich glaube, das wird wirklich ein guter, bequemer und praktischer Reisebegleiter werden. Und wenn er jetzt auch noch zuverlässig ist für den Preis, top. Alles super. Ja, und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen und den Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.